Hallo zusammen, mit diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich ein Zufallsspiel durch ein LED-Display aufgebaut und programmiert habe. Für dieses Projekt brauchen wir einen Mikrocontroller und ein Arduino Uno Board, dazu noch sein USB-Kabel, eine 8x8 LED-Punktmatrix mit dem dazugehörigen Adapter und Timer, ein paar Jumper-Kabel und einen Taster. Kurz zum Schaltungsaufbau. Der Adapter hat neben dem Max 7219 Timer 5 Drähte. Erstmal schließen wir die Versorgungsspannung der Matrix WCC mit der 5 Volt Pin. Und die Erde, Ground, legen wir auf der Ground Pin des Arduinos. Als nächstes verbinden wir das Digital Input bzw. DIN mit Pin 12, CS oder Chip Select mit Pin 11 und Clock oder CLK mit Pin 10. Obwohl Arduino schon einen Reset-Taster hat, habe ich aus praktischen Gründen noch einen größeren angebaut, wobei zwei Anschlusspins mit den Pins auf Arduino Reset und Ground angeschlossen werden sollten. Nun zum Programmaufbau. Das Programm habe ich mit der Arduino IDE geschrieben und dafür noch die Bibliothek LED Control angewendet. In Voice Setup werden die Pins konfiguriert. Ich initialisiere drei Variablen. Durch Shutdown werden wir den Matrix Timer aus dem Stromsparmodus aufwachen. Mit Set Intensity passen wir die Display Helligkeit an und mit Clear Display wird der Bildschirm erneut starten. In der Funktion Zyklomatrix definieren wir die verschiedenen Emojis als Arrays und anschließend die RandNumber-Funktion wird in dem Intervall 1 bis 7 eine Zahl zufällig auswählen. Durch die Switch Case Anweisung werden für jeden Fall unterschiedliche Emojis angezeigt. Hier sind 7 verschiedene Fälle zu sehen, mit jeweils einem Emoji zugeordnet. Die Spieler werden vor jeder Runde auf ein Bildschirmzeichen wetten und die richtige Vermutung gewinnt die Runde. Gewinner ist derjenige, der die meisten Emojis richtig geschätzt hat. Ich muss zugeben, dass mir dieses Projekt großen Spaß gemacht hat, vor allem die Programmierung. Als Bonus werden wir zusammen einen weiteren Bildschirmzeichen einprogrammieren, und zwar einen kleinen Fisch. Als Fisch mit Datentyp Byte definieren wir ein Array mit 8 Komponenten. Diese Komponenten sprechen die LEDs an und sind entweder durch Nulle oder Einse bestimmt. Wir passen das Intervall des Zufallsgenerators an und rufen die Funktion im Void Main für den 8. Fall auf. Wir laden nun das Programm auf Arduino hoch und bald erwacht unser Fisch zum Leben. Vielen Dank fürs Zuschauen.